Okay. So, dann haben wir da oben noch einen tollen Bogenschützen. Ein etwas stärkerer Ritter, der sieht auch ein bisschen anders aus. Oh, oh. Da komme ich mit meinem Babybogen nicht so weit, huh? Alter, du machst au. Mm, toll. Ganz toll. Das wollte ich natürlich eigentlich vermeiden. Oh, nö. Ich hasse dich, du Penner. So. Zack. Zack. Okay, jetzt gehen wir wieder ein Stückchen nach vorne. Zack. Und schauen wir mal, dass wir so viele Pfeile wie möglich immer auf ihn schießen können. Ich habe mich jetzt natürlich auch nicht auf Bogenschießen ausgelegt, liebe Freunde, das wisst ihr ja. Aber hier und dieser Spieler, toll. Jetzt sind wir wieder zu weit weg. Wenigstens muss man sagen, so schwer Dark Souls auch ist, es bleibt zumindest fair und die Gegner erhalten dann nicht einfach wieder Lebensenergie. Sondern müssen sich, wenn sie das möchten, auf die gleiche Art und Weise heilen wie wir. So, und jetzt kommt bloß nicht auf die Idee, da aufzumachen. Ich warne euch. Dann werdet ihr sofort gegrillt. Wir ziehen jetzt erstmal das Hebelchen. Und holen mal die Brücke herunter. Hm, was steht hier? Echt? Glaube ich nicht. Und hier, gelobt sei die Sonne. Ja, ist schön. Hm. Nee, hier ist keine scheinbare Wand. Das würde ich wissen. Okay. So, wir müssen jetzt auf die Brücke, die wir hier so schön abgesenkt haben. Und dann warten wir auf den Kollegen hier. Eins, zwei, drei. Und schon ist alles vorbei. So, jetzt muss man genau zielen. Ja. Geschoss. Und. Jawohl. So, haben wir dieses Rätsel auch schon gelöst. Okay. Oh, na super. Hallo. Nein, ich kotze gleich. Du Stück Dreck. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man mal in Dark Souls nicht aufpasst. Freunde, deswegen mag ich dieses Gebiet so sehr, weil es so toll ist. Und weil man natürlich fast nie stirbt. Ja, ich glaube, das passiert uns jetzt noch 100.000 Mal. Nein, Spaß, so schlimm ist es dann doch nicht. Aber es ist... Bäh. Okay, na gut, auf ein neues. Jetzt kommen wenigstens die doofen Phantome nicht mehr die ganze Zeit. Und weg mit dir. Das ist auch schon mal ein Vorteil, wenn die ganze Zeit nicht uns im Nacken noch zusätzlich hängen. Freund. Ja. Ja, komm. Ja, fein. Ach, nö. Lauf nicht wieder gegen die Tür. Ja, so ist brav. Und bumm, 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 bumm. Lieber mal eine vierte noch hinterher, ne? Man kann ja nie wissen. Und entweder rennt der jetzt schon nach unten, oder ja. Wartet noch. Hallo. Hm? Ja, ja, bis ich dir den Rücken zudrehe, du Bengel. So einer bist du. Drecksack. Hm? Wo ist der Bogenschütze? Gerade ein ganz ungutes Gefühl. Achso, hier. Hm? Alaunen Ritterstulpen. Juhu! Benötigen wir nicht, aber es ist nice to have. So. Weil wir ja unsere geile Elite-Ritterrüstung anhaben. Und weg mit dir. Und weg mit dir. So. Hallo.
Dann. Gleiche Strategie wie gerade. Alter! So. Hätten wir das auch erledigt. Jetzt kann uns der schon nicht mehr nerven. Hm? Hallo. Ja gut, dann bist halt du dran, Kumpel Blase. Le Pfosten. Das macht Spaß, Freunde, das macht Spaß. Das macht sowas von Spaß. Und tschüss. Okay. Da kommt schon das Ritterlein. Zack, zack, zack. Und weg mit dir. Ich kann mich im Dreis drehen. Da schaust du, Alon-Ritter. Zack, zack, zack. Ja, und euer Inferno verrät euch jetzt mal ein Geheimnis. Er hat von diesem Gebietsboss mehr Angst als vor dem Endboss dieses Gebiets. Ja, das ist komisch. Es ist wirklich komisch, aber... Wirklich, Freunde, den schaffe ich einfacher. So, was haben wir hier Schönes? Fossiler Drachenknochen. Ja, liegt einfach mal hier rum. Ha, sehr schön. Das machen wir hier auf. Hallo. Du Mistkerl, hast uns letztes Mal runterstürzen lassen. Kein zweites Mal, mein Freund. So, wir holen unsere Sachen zurück und dann ziehen wir den Hebel. Und dadurch senkt sich die Brücke auf der anderen Seite ab. So, da oben, wo jetzt der Kollege hier steht, da ist der Boss. Können wir jetzt machen. Allerdings ja, würde ich da gerne stärker sein, weil bei dem Boss, ich sag's ganz ehrlich, der ja, ist nervig. Ja, ich würde ihn liebend gerne später machen. Ich hoffe, ihr habt da echt nichts dagegen. Aber ich habe jetzt wirklich gerade keinen Bock auf den. So. Wie wär's mal mit runterklettern oder so? Ja, genau. So bleiben bitte. Nicht bewegen. Was immer der da auch macht. Vielleicht lege ich da noch lustige Musik drunter. Wer weiß. Na. Also, ich, ja. Hm. Ja, so ist es brav. Jawohl, schön in den Graben springen. So mag ich das, so lobe ich mir das.